Und es geht wieder weiter mit einer Naruto-Chapter-Analyse, Chapter 82 bis 84. Ja, erstmal das Titelbild finde ich eigentlich ganz okay, auch wenn Guy besoffen ist und es dann eben nur okay macht. Aber naja, nun, es ist lustig, die beiden sind lustig und von daher ist es okay. Chapter 82, Lees Geheimnis. Ja, Lee steht halt Gaara gegenüber. Kankuro selber meint halt, dass Lee überhaupt keine Chance hätte, aber Naruto versichert ihn, dass Lee stark ist und er erinnert sich halt eben auch daran zurück, wie er von Lee eins draufbekommen hat und diese halt gegen Sasuke gekämpft und ihn auch besiegt hatte. Ja, Temari selbst denkt auch, dass Lee vielleicht schon Anne für sich eine gute Taijutsu hat, aber dass er sonst nichts drauf hat und dass seine Angriffe auch nicht besonders wären. Also sprich, Lee wird ja eindeutig unterschätzt. Natürlich kann ich das bei Kankuro und Temari auch verstehen. Die kennen Gaara, Gaara ist ihr Bruder und sie wissen, wie grausam Gaara ist und sein Sand ist natürlich auch ziemlich mächtig und von daher kann man es den beiden eben nicht übel nehmen, ist klar. Lee greift Gaara natürlich dann erstmal mit Konoha Senpo an und das bringt natürlich alles nichts und der Sand, der bietet Gaara natürlich Angriff und Abwehr in einem. Und ja, dann sehen eben die anderen auch, dass die Kürbiswäsche dafür da ist, weil halt Sand da drin ist. Lee versucht immer wieder eben Gaara anzugreifen, aber es bringt alles nichts, weil wie gesagt der Sand Gaara eben schützt. Und Lee ist deswegen auch schon so ein bisschen K.O. und so alles. Kankuro erklärt in der Zwischenzeit erstmal, dass niemand jemals es geschafft hat, Gaara zu berühren, was Naruto natürlich schon ziemlich schockiert, ist klar. Und Sakura fragt dann natürlich, warum Lee nur mit Taijutsu angreift. Und dass er eben eigentlich aus dieser Entfernung und auch generell wegen der gesamten Lage lieber mit Ninjutsu angreifen sollte. Und Guy offenbart dann das Geheimnis, dass Lee es wahrscheinlich schon gerne können würde, aber er es nicht kann. Und dass er gar kein Talent dafür hat und nur Taijutsu kann. Daraufhin ist Sakura natürlich auch so ein bisschen baff im Sinne von, was? Der kann nur Taijutsu und der ist so weit gekommen? Und ja, natürlich als Leser muss man sagen, dass man im ersten Moment auch baff ist, weil bis zu dem Zeitpunkt stand es einfach fest, dass man auf jeden Fall Taijutsu und Ninjutsu können muss, alleine weil Ninjutsu ja schon Ninja-Technik heißt, das ist irgendwie so eine Voraussetzung im Prinzip. Genjutsu kam bis jetzt ja irgendwie weniger vor, das ist einfach so ein nettes Gimmick, kann man sagen, aber dass dann da jemand ist, der wirklich nur Taijutsu kann, ne? Das haut einen dann natürlich im ersten Moment schon um und man ist wirklich ein bisschen verblüfft. Nun ja, damit Lee auf jeden Fall eine Chance haben könnte, sagt Guy, er darf eben die Gewichte abnehmen. Ja, Lee selbst ist dann natürlich so ein bisschen baff und fragt nochmal nach, ob er sich sicher ist und dass er das ja eigentlich nur dürfte und so alles, um jemanden zu beschützen, der ihm viel bedeutet. Und ja, daraufhin sagt Guy, dass das okay ist, zeigt halt seinen Daumen eben für okay. Und ja, das macht dann Lee auch und natürlich denken Temari und so, dass das auch nichts bringt, dass er immer noch zu langsam wäre. Und dann sieht man, wie viel diese Gewichte überhaupt gewogen haben und dann, ja, die hinterlassen dann erstmal ein schönes Loch so auf dem Boden. Ich muss zugeben, als ich das damals gesehen habe, dachte ich, wow, Hammer, mit solch schweren Gewichten rennt der Junge rum. Und ja, dann hatte er natürlich eine ziemlich hohe Geschwindigkeit und war schneller als der Sand. Und er hat es tatsächlich damit dann auch geschafft, am Ende des Chapters Gaara auch ein bisschen zu treffen. Und ich muss sagen, Anne für sich ist das Chapter halt schon interessant, dass man so ein bisschen was über Lee erfährt, dass er trotz Taijutsu so weit gekommen ist. Und ja, es ist dann natürlich auch cool, wie man sieht, dass er trotz alledem ohne Gewichte so schnell ist, dass er Gaara erwischen kann. Hat mir eigentlich gefallen. Chapter 83, Durchbrechung der absoluten Abwehr. Das Bild finde ich okay, weil bei Gaara ist im Hintergrund ein Tiger, bei Lee ist im Hintergrund ein Drachen, aber irgendwie finde ich diese Zeichen, die sie da so im Gesicht haben, ein bisschen seltsam und ich habe auch keine Ahnung, was das bedeuten soll. Nun ja, Lee kann Gaara erstmal natürlich schon fertig machen, er trifft ihn mehrmals, der Sand bröckelt aber ab und daraufhin stellen natürlich alle fest, dass Gaara selbst auch vom Sand umgeben ist und damit auch immer noch einen Schutz hat. Ja, Kankuro selbst macht sich natürlich so ein bisschen Gedanken. Naruto denkt, dass er dadurch ja irgendwie unbesiegbar wirkt, aber Kankuro denkt, ja, er spricht es nicht aus, was ich auch gut finde, weil in der Regel haben es ja Gegner irgendwie immer so, dass sie den Hauptcharakteren alles verraten, aber an der Stelle ist es nicht so. Er sagt selbst halt, ja, dass die Rüstung zwar Gaara Schutz verleiht, also der Sand ihm Schutz gibt, aber er dafür, weil dieser Sand auch schwerer wäre und so alles, ihn auch daran hindert, dass er sich kaum noch bewegen kann. Sprich, gute Verteidigung, aber Angriff und Ausweichen technisch ist da dann halt tote Hose, ne? Wobei Gaara auch so kaum ausweichen kann, weil er ja sowieso ein langsamer Charakter ist. Wer schon mal ein Naruto-Spiel gespielt hat, scheißegal, ob für PS2, PSP oder meinetwegen auch PS3 oder PS4, wird wissen, was ich meine, Gaara ist langsam. Und ja, das ist auch gut so, weil sonst wäre er ziemlich übermächtig. Nun ja, jedenfalls, der Sand fasst sich wieder und das bisschen, was da im Gesicht abgebröckelt ist, ja, wird halt quasi wieder neu gebildet. Und Lee selbst ist sich dann eben sicher,
dass es eigentlich gar nichts bringt, wenn er nur normal so mit Tritten und Schlägen angreift, weil er dann den Sand ja immer nur so ein bisschen abbröckeln kann. Also kommt er auf die Idee, er muss schon eine ziemlich starke Attacke eigentlich einsetzen, damit überhaupt was rausbricht und er eine Chance hat. Also schaut er zu Guy. Guy schaut auch zu Lee, er nickt ihm natürlich zu, was Lee natürlich auch freut. Und ja, er darf jetzt natürlich eine Kunst einsetzen, die er ja eben nicht immer einsetzen darf und setzt dann eben Omoto Renge ein. Das ist halt das, was er ja auch schon mal eingesetzt hatte, wo er dann eben den Gegner umwickelt. Das wollte er ja auch gegen Satsuki einsetzen, was ich ja teilweise ein bisschen dämlich fand, weil es ja wie gesagt schon irgendwie eine gefährliche Kunst ist, ne? Und die dann gleich vor der Schulenprüfung einzusetzen, ist nicht unbedingt die beste Idee, aber naja gut. Und dann hat er den Gegner halt umwickelt und mit einer gewaltigen Drehung befördert er den Gegner auf den Boden und er denkt dann auch, dass er Gaara besiegt hat, aber... Das Einzige, was auf dem Boden liegt, ist die Sandrüstung. Und Gaara ist nicht zu sehen. Der taucht dann natürlich so als Sand hinter Lee auf und greift ihn dann natürlich auch an. Damit ist das Chapter auch wieder vorbei. Finde ich cool, dass man von Lee dann eben auch nochmal was gesehen hat, auch wenn man Omoto Renge ja schon irgendwie kannte. Also war das jetzt nicht so spektakulär, ne? Aber, beziehungsweise, was heißt, man kannte es schon. Also man hat schon gesehen, was er damit vorhatte, wegen diesen Bändern, weil er das ja bei Satsuki auch schon machen wollte und so. Aber Anne für sich muss ich sagen, es ist schon noch eine nettere Taijutsu, weil dieses nur zutreten, zuschlagen, das finde ich ist irgendwie ein bisschen langweilig. Da ist das hier jetzt schon eine Taijutsu, die auch so ein bisschen was fürs Auge ist. Und es war dann schon cool, dass man dachte, Lee hätte eine Chance gehabt und auf einmal taucht Gaara hinter ihm auf und dann Cliffhanger und man denkt, scheiße, tja, das war's dann wohl, Lee hat wohl eigentlich verloren, denkt man, ne? Weiter geht's dann auch mit Chapter 84, Genie der Anstrengung. Da, wo das andere Chapter aufgehört hat, setzt dieses hier gleich natürlich an. Gaara stand halt hinter Lee, setzt natürlich eine gewaltige Sandwelle da ein und erwischt damit auch Lee, der gegen die Wand knallt. Er verteidigt sich dann zwar auch so ein bisschen mit den Händen und kann den Sand so ein bisschen von sich wegdrücken, ist aber dann schon ziemlich angeschlagen. Ja, wiederum sagt dann natürlich Guy, weil Sakura glaubt, dass er keine Chance hätte, dass der Lotus aus Konoha eben zweimal blüht und so alles. Und ja, er denkt dann auch eben daran zurück, wie das eben damals mit Lee so in der Akademie war. Dass viele sich über ihn lustig gemacht haben, weil er nur mittelmäßige Taijutsu kann, aber keine Ninjutsu. Dass jemand, der keine Ninjutsu kann, auch kein Ninja wird und dass Lee eben schon ziemlich fertig gemacht wurde. Ja, und er erinnert sich auch daran, dass er seine mittelmäßigen Taijutsu wie wahnsinnig geübt hat und immer besser geworden ist. Und dann kam eben der Tag, an dem er der Sensei von den dreien wurde und dann auch nachgefragt hatte, was deren Träume und Ziele sind. Neji wollte darüber nicht sprechen. Tenten sagte, sie möchte gerne so eine starke und legendäre Kunoichi wie Tsunade werden. Darauf hat Guy aber irgendwie überhaupt nichts erwidert. Und ja, Lee sagt, er möchte beweisen, dass er ein richtiger Ninja werden kann, ohne Ninjutsu und Genjutsu zu können, dass das sein Traum ist. Und das fand Guy dann schon ziemlich interessant. Ja, dann sieht man auch Rückblicke, wie Lee immer wieder gegen Neji gekämpft hat und Tenten auch sagte, dass es keinen Sinn hat, dass Neji einfach zu stark ist und dass Neji auch sagte, ja, du kapierst es halt nicht und so alles, du kannst es immer wieder versuchen, aber du kannst mich nicht schlagen. Und ja, Guy hat ihn dann auch öfter beobachtet und so alles, wie er halt trainiert hat und hat ihn dann eben auch Genie der Anstrengung genannt. Also, dass er sich immer wieder anstrengt und so alles und dass er das eben auch gut findet. Und auch wichtig ist der Satz, dass wenn er sich selbst nicht zutraut, dass es dann auch gar keinen Zweck hat, sich anzustrengen. Und ich finde eigentlich, dass diese Sachen, die Guy da sagt, schon cool sind und er hat auch wirklich recht in dem Sinne, also nicht nur was Lee angeht, sondern auch in echt, weil was bringt es, wenn man sich anstrengt, wenn man eigentlich gar keinen wirklichen Bock dazu hat oder beziehungsweise wenn man sich nicht mal traut, irgendwas zu wagen, dann bringt die Anstrengung auch nichts. Naja, und Lee erinnert sich dann halt daran, dass Guy eben, wenn er sein Bestes gibt, lächelt, zusehen würde beim Kampf und das freut ihn natürlich auch und deswegen hat er sich dann auch wieder regeneriert. Und Lee steht dann da auch wieder da und man fragt sich natürlich auch, okay, wie ist das möglich? Und ja, daraufhin wundert sich Sakura und deswegen, ab da hat er erst Guy gesagt, ein Lotus aus Konoha blüht zweimal. Ich finde an der Stelle natürlich interessant, dass Lee, genauso wie Naruto, eigentlich auch so ein typischer Versager ist im Prinzip. Nur mit dem Unterschied, dass Naruto halt schon eigentlich Ninjutsu und Taijutsu konnte, nur nicht besonders gut wegen der Chakra-Kontrolle. Lee dagegen konnte ja nur mittelmäßige Taijutsu und wirklich gar nichts mit Ninjutsu. Und ja, man muss natürlich sagen, mehr oder weniger, Naruto hatte zu dem Zeitpunkt ja, zumindest was die Akademie anging, von dem Kyuubi auch nicht profitiert halt. Also der war ja mehr oder weniger quasi der Grund, warum er eigentlich diese Chakra-Kontrolle nicht haben sollte und warum er das alles nicht konnte.
Und deswegen hat er es genauso scheiße gehabt im Prinzip, muss man sagen. Nur mit dem Unterschied, dass man bei Naruto hätte was machen können. Lee dagegen mag zwar Chakra haben, auf jeden Fall, sonst wäre seine Taijutsu nicht so effektiv, aber er kann einfach kein Ninjutsu. Egal, wie sehr sich da jetzt auch ein Kakashi oder so hinstellen würde, er könnte es einfach nicht. Und da muss man natürlich sagen, hatte er schon schwerer und hat natürlich auch einen etwas längeren Weg gehabt, wobei man natürlich sagen muss, dass er wahrscheinlich trotzdem irgendwie Eltern oder so gehabt hätte, die sich um ihn gekümmert haben oder so. Weiß man ja nicht, weil, ja, Rock Lee, ich möchte bezweifeln, dass Lee sein Nachname ist oder so, also von daher... Das Einzige, was ich komisch finde, wenn Lee aber nur Taijutsu konnte, wie hat er es dann bitte schön geschafft, die Ninja-Akademie zu absolvieren? Ich meine, Naruto hat 3 Anläufe gebraucht und hat es nicht hingekriegt, weil man angeblich immer Bunshin Jutsu getestet hat, was ich ja auch schon schwachsinnig finde. Und Lee kriegt das beim ersten Mal hin? Also irgendwie würde ich an der Akademie so ein bisschen zweifeln und mir irgendwie so meine Gedanken machen und mich fragen, ob die überhaupt was bringt, weil sie scheint ja doch irgendwie bei verschiedenen Ninja ziemlich unfair zu sein, würde ich sagen. Nun ja, aber faktisch ist, Kishimoto hat sich da einfach keine Gedanken gemacht und die ganze Akademie mit den Noten und so alles ist sowieso für den Arsch und irgendwie nicht richtig so ausgearbeitet. Naja, jedenfalls tat mir Lee leid, das was Guy gesagt hat, fand ich toll und ich finde, Lee ist schon eigentlich ein interessanter Charakter. Kämpfetechnisch würde ich jetzt bei den 3 Chaptern sagen, war es bis jetzt nett und auch cool, aber eben noch nicht so das richtig coole halt, aber das kommt ja dann noch. Natürlich meine Frage an euch. Wie seht ihr das? Wie findet ihr Guy? Ich meine, es gibt viele, die finden ihn ja hässlich und deswegen scheiße, weil ja Kakashi so viel besser ist. Ich persönlich finde Guy eigentlich schon, wenn er auch ziemlich aufgedreht ist und manchmal albern ist, trotzdem eigentlich cool. Auch Lee, den ich zwar optisch auch nicht unbedingt cool finde, finde ich zumindest von seinem Hintergrund toll. Und natürlich auch, dass er sich Mühe gegeben hat. Und ja, das mit der Taijutsu ist ja Anne für sich auch ganz nett. Weil, seien wir mal ehrlich, würde es Lee und Guy nicht geben, dann wäre die Taijutsu in Naruto eigentlich kaum drinne. Dann wird es nur Ninjutsu geben und überwiegend wahrscheinlich auch nur irgendwas mit Feuer wegen den Uchiyas.